Hallo und herzlich willkommen zum Statistikvideo von matago.at. Wir schauen uns jetzt hier mal sämtliche Grundlagen der Statistik, die man so in der Oberstufe benötigt, an. Was wir hier sehen, womit wir beginnen, ist eine ungeordnete Stichprobe. Das heißt, ich habe jetzt angenommen 15 Personen befragt. Einfach so, die an mir vorbeigegangen sind, welche Schuhgröße sie haben und habe entsprechend mir die Daten notiert. Wenn ich diese Daten jetzt so belasse, wie sie sind, tue ich mir natürlich schwerer, daraus statistische Kennzahlen rauszulesen, als wenn ich sie sortiere. Deshalb gibt es dann eine geordnete Stichprobe. Für Taschenrechner, GeoGebra ist es im Prinzip wurscht, ob die Liste geordnet oder ungeordnet ist. Der ordnet sich dann so, wie es sowieso braucht. Aber sollte man hier händisch agieren wollen, dann muss man hier auf jeden Fall die Liste mal sortieren, um weitere Kennzahlen ablesen zu können. Das heißt, vom kleinsten bis zum größten Wert ist in der Regel die Sortierung und dann hat man eben eine geordnete Stichprobe. Aus solchen Stichproben kann man dann relativ leicht die Häufigkeiten ablesen. Was bedeutet Häufigkeit? Häufigkeit heißt im Prinzip eigentlich nur, wie oft kommt ein bestimmter Wert vor, beziehungsweise in welcher Relation zur Gesamtheit kommt er vor. Deshalb unterscheiden wir zwischen einer absoluten Häufigkeit und einer relativen Häufigkeit. Die absolute Häufigkeit sagt uns einfach, wie oft kommt der Wert 34 in unserer Stichprobe vor. Er kommt einmal vor. Die relative Häufigkeit ist dann im Verhältnis zur Gesamtheit, also weil wir 15 Werte hatten, haben wir hier dann eine relative Häufigkeit von einem 15. Das kann man sich dann auch dezimal ausrechnen. Das sind dann irgendwas so zwischen 6 und 7%. Also die relative Häufigkeit kann man durchaus auch in Prozente dann angeben oder in Dezimalzahl oder eben aber auch als Bruch. Das heißt, die relative Häufigkeit ist immer kleiner als 1, währenddessen die absolute Häufigkeit sind immer ganzzahlige Werte, wie oft dieser Wert dann tatsächlich vorkommt. Also beispielsweise die Zahl 37 kommt dreimal vor, deshalb habe ich eine absolute Häufigkeit von 3 und eine relative Häufigkeit von 3 Fünfzehntel, das wären dann exakt 20%. Also 20% meiner Werte haben den Wert 37. So. In der Statistik unterscheidet man dann zwischen Lagemaße und Streumaße. Wir schauen uns als erstes mal die Lagemaße an. Eines der wichtigsten Lagemaße ist natürlich das arithmetische Mittel. Das arithmetische Mittel bekommt man, indem man die Summe all seiner Werte rechnet und diese dann durch die Anzahl dividiert. Kurz geschrieben halt als Summenzeichen für alle x-Werte. Das Ganze mal 1 durch n. Hingegen das geometrische Mittel braucht man eher seltener, ist dann eher dafür gedacht, wenn ich, sage jetzt mal, diverse prozentuelle Steigerungen oder Verminderungen habe und dann eine durchschnittliche prozentuelle Steigung wissen möchte. Da ist es so, dass man die einzelnen statistischen Werte miteinander multipliziert und daraus dann die n-te Wurzel, also quasi wie viele Werte ich habe, daraus die n-te Wurzel zieht. Angenommen, ich habe jetzt 4 Werte, die werden alle miteinander multipliziert und dann müsste ich eben die vierte Wurzel ziehen, dann hätte ich das geometrische Mittel. Wie gesagt, das braucht man eher, wenn man jetzt zum Beispiel den durchschnittlichen Aktienkurs wissen möchte oder wie es wie der Zinssatz sich so halt verändert hat. Sowas in die Richtung ist dann eher das geometrische Mittel interessant. Wird auch nicht in jedem Cluster benötigt. Weitere Lagemaße ist dann der Median oder auch Zentralwert genannt. Das heißt, das ist jener Wert, der genau in der Mitte einer geordneten Liste steht. Die kleinsten 50% der Datenwerte sind dann kleiner oder gleich diesem Kennwert. Also wir wissen auf jeden Fall, der Wert liegt genau in der Mitte unserer geordneten Liste und davor bzw. danach befinden sich jeweils 50% aller Datenwerte. Und dann gäbe es noch den Modus oder auch Modalwert genannt. Das ist einfach jener Wert, der am häufigsten vorkommt. So ein Modalwert kann auch mehrere Zahlen sein. Also wenn wir jetzt in unserer Liste geschaut haben, wir haben die Zahl
36 und die Zahl 37 kam jeweils dreimal vor. Entsprechend hätten wir dort zum Beispiel zwei Modalwerte, weil es eben zwei Werte gibt, die am gleich häufigsten vorkommen. So, schauen wir uns ein kleines Experiment an. Wir haben zwei Personengruppen gefragt, wie viel die so verdienen. Wir sehen hier die eine Personengruppe, da verdienen alle so 2,6, 2,7, 2150, 2550. Und wenn man sich das ausrechnet, also alle vier addiert und durch vier dividiert, dann erhalten wir ein arithmetisches Mittel von 2500 Euro. Wunderbar. Zweite Personengruppe, da sind ein paar schlechter Verdienende dabei und einer, der halt richtig gut verdient. Blöderweise kommt da jetzt auch ein arithmetisches Mittel von 2500 Euro raus. Die Frage ist jetzt, wenn ich jetzt die vier Werte jeweils nicht kenne, sondern mir jemand einfach nur sagt, naja, arithmetisches Mittel sind 2500 Euro, welchem Wert vertraue ich jetzt mehr? Beziehungsweise woher weiß ich das, wie aussagekräftig jetzt dieses arithmetische Mittel ist? Ne? Wir sehen jetzt aufgrund der Werte, sehen wir, dass dieser Wert hier, also die 2500 Euro hier, natürlich bei weitem besser das Ergebnis dieser Personengruppe darstellt als hier drüben. Aber wenn ich diese Werte nicht hätte, sondern mir nur das arithmetische Mittel zur Verfügung steht, dann tue ich mir natürlich schwer, das Ganze einzuordnen. Und dafür gibt es jetzt eben auch noch die Streumaße. Und nämlich in der Regel für jedes Lagemaß gibt es dann entsprechend noch ein Streumaß. Und das Streumaß für das arithmetische Mittel ist dann eben die Standardabweichung. Wobei man bei der Standardabweichung unterscheiden muss zwischen normaler Standardabweichung und empirischer Standardabweichung. Wo ist hier der große Unterschied? Bei der Standardabweichung an sich ist mein n die Grundgesamtheit. Das heißt, hier geht man davon aus, dass ich alle Personen oder alle Teile, die halt relevant sind, in die Statistik mit einfließen habe lassen. Währenddessen bei der empirischen Standardabweichung wurde nur ein Teil der zugrunde liegenden Daten oder ein Teil der Gesamtheit hergenommen und als Stichprobe sozusagen herangezogen. Und daraus zieht man dann Schlüsse für die Gesamtheit. Kleines Beispiel, wenn ich jetzt in eure Schule gehen würde und sämtliche Schüler nach ihren Körpergrößen fragen würde und daraus dann sozusagen eine Statistik bilden würde, dann würde ich diese Standardabweichung verwenden, weil ich wirklich alle Schüler eurer Schule befragt habe und daraus sich sozusagen eine Statistik ergeben hat und somit ist das die Grundgesamtheit, weil ich aufgrund dieser Daten jetzt da eine Aussage zu eurer Schule treffen würde. Hingegen würde ich jetzt einfach nur mal willkürlich 50 Personen auswählen aus eurer Schule und diese nur heranziehen und deren Körpergröße messen und mir eine Standardabweichung ausrechnen wollen, dann müsste ich die empirische Standardabweichung nehmen, wenn ich eine Aussage über die gesamte Schule treffen möchte, weil ich ja nur einen Teil der Schüler herangezogen habe und sich da natürlich die Standardabweichung nur als Stichprobe, aus einer Stichprobe berechnen lässt. Der einzige Unterschied in der Berechnung ist einfach der, dass ich hier 1 durch n rechne und hier aber 1 durch n minus 1. Beide Werte, also die Standardabweichung an sich, sagt uns dann, wie stark die Werte um das arithmetische Mittel verstreut sind. Das heißt, man kann dann quasi ein Intervall bilden rund um das arithmetische Mittel plus minus der Standardabweichung und man weiß dann circa, dass ungefähr zwei Drittel, meistens sogar ein bisschen mehr, aller Werte sich in diesem Intervall befinden. Weitere Streumaße wären dann die Spannweite. Das bezieht sich dann eher auf den Median, nämlich größter Wert minus kleinster Wert. Und dann gäbe es noch die Interquartilspannweite oder der Quartilsabstand auch genannt. Das wäre einfach nur der Abstand zwischen der unteren und der oberen Quartile. Das heißt, hier rechnet man einfach Q3 minus Q1. Zu den Quartilen komme ich gleich noch. Das sind auf jeden Fall die Streumaße. Wir schauen uns jetzt nochmal unsere Personengruppen an. Arithmetisches Mittel, 2500 Euro. Aber jetzt sehen wir hier schon, bei der Personengruppe 1 ist die Standardabweichung gerade mal 209 Euro. Währenddessen bei der Personengruppe 2 ist die Standardabweichung 1733,5 Euro. Das heißt,
Ich weiß, wenn ich jetzt da arithmetisches Mittel plus Standardabweichung gegeben habe, kann ich auf jeden Fall Rückschlüsse ziehen und sagen, naja, die Personen verdienen alle ungefähr so um die 2.500 € plus minus 209 €. Also wir liegen circa zwischen 2.300 und 2.700 €. Naja, und wenn ich mir das anschaue, liegen eigentlich schon drei von den vier Werten in diesem Bereich, ne? Es ist nur der, der ein bisschen außerhalb noch liegt. Hingegen hier habe ich natürlich eine viel, viel größere Streuung. Selbst mit der Standardabweichung 2500 plus 1700 erreiche ich den Wert 5500 trotzdem nicht. Aber es fallen zumindest die anderen drei schon in diesen Bereich und somit haben wir auch hier 75% der Werte abgedeckt. Aber ich erkenne natürlich, arithmetisches Mittel 2500 €, Standardabweichung 1700 €. Das heißt, hier sind viele Schlechtverdiener und sehr viele sehr und einige Gutverdiener dabei in dieser ganzen Statistik und dadurch ist das Ganze sehr breit gestreut. So, schauen wir uns noch weitere Kennzahlen an. Es gibt dann eben noch, haben wir vorher schon besprochen, auch Min-X, also das Minimum, den kleinsten Datenwert in meinem Datensatz. Dann gäbe es noch Q1, also meine untere Quartile. Das ist sozusagen der Median der ersten Hälfte meiner Liste. Also der teilt die erste Hälfte meiner geordneten Liste wiederum in zwei gleich große Teile. Und somit liegen die kleinsten 25% der Datenwerte sind dann kleiner oder gleich diesem Kennwert. Q3 ist dann das Pendant dazu in der oberen Hälfte, also in der zweiten Hälfte meiner Datenreihe. Auch die Q3 teilt dann wiederum meine obere Hälfte in zwei gleich große Hälften. Und somit sind die kleinsten 75% der Datenwerte kleiner oder gleich diesem Kennwert. Und dann, last but not least, gibt es natürlich noch das Maximum, meinen größten Wert. Das ist einfach eben, wie der Name schon sagt, der größte Datenwert in meinem Datensatz. Wenn wir uns das jetzt nochmal auf unsere Schuhgrößen hin anschauen, dann sehen wir, ja, mein kleinster Wert 34, größter Wert 47. Wir haben unseren Median genau in der Mitte unserer Liste und unser Q1 bzw. Q3 ist genau nochmal in der Mitte der ersten Hälfte bzw. in der Mitte der zweiten Hälfte und teilt die nochmal in zwei gleich große Teile. Aus diesen Kennzahlen, also Minimum Q1, Median Q3 und Max X, lässt sich ein relativ schönes Kastenschaubild, wie es im Deutschen heißt, oder halt Boxplot, wie es kürzer heißt, darstellen. Dieses Boxplot besteht aus insgesamt diesen fünf Werten eben. Das heißt, man macht sich im Prinzip einfach fünf Striche beim kleinsten Wert, bei Q1, beim Median, bei Q3 und beim Maximum, schmeißt die mittleren drei in den Kastel rein und verbindet links und rechts das Ganze nochmal mit jeweils einem Strich und kann dann anhand dieses Boxplots halt einige Aussagen über die Statistiken, die man halt gerade geführt hat, treffen, indem man natürlich sieht, okay, in jedem dieser Bereiche liegen ja eigentlich 25% meiner Werte, ne? Jeweils ein Viertel aller meiner Werte. Und wenn jetzt ein Bereich natürlich weit breiter ist als der andere, dann heißt das einfach nur, dass da drin natürlich die Werte stärker verstreut sind als hier beispielsweise. Das heißt, sie sind hier bei weitem enger beieinander und viele Werte, die relativ gleich groß sind, währenddessen hier es einige gibt, die natürlich größer oder kleiner sind, sage ich jetzt einmal. Auf unser Beispiel noch einmal umgemünzt, würde dann unser Boxplot so ausschauen. Das heißt, wie gesagt, idealerweise macht ihr euch da so ein Lineal in wirklich regelmäßigen Abständen, also nicht jetzt einfach nur hergehen und sagen, ach, mein Min-X ist 34, dann mache ich als nächstes meine 36, dann mache ich meine 38, dann irgendwo meine 43 hin, wie es mir gerade passt. Das bitte nicht, sondern auf jeden Fall hier regelmäßige Abstände verwenden, 36, 37 und so weiter. Oder halt, müsst jetzt nicht unbedingt Einserschritte nehmen, das kommt auf die Werte an, die ihr dann auch zur Verfügung habt natürlich. Und dann entsprechend genau dort, wo die Werte jeweils sind, macht ihr eure Striche. Das ist ein bisschen so in der Luft hängend, das Boxplot. Und dann macht ihr euer Kastel dazu und links und rechts noch den Strich und dann sind alle glücklich und zufrieden. Ansonsten, ihr habt natürlich auch technologisch die Möglichkeit, so ein Boxplot zeichnen zu lassen.
Aber das ist Teil eines anderen Videos dann. Es gibt natürlich noch weitere Diagramme, wie man jetzt die Statistiken darstellen kann. Da gibt es beispielsweise das Säulendiagramm, das heißt eben Säulendiagramm, weil es ausschaut wie Säulen hier im Prinzip. Ja, also da kann man dann relativ häufig hier halt so entweder mit absoluten Häufigkeit oder der relativen Häufigkeit auf der Y-Achse arbeiten, dass man sagt, okay, ja, ich habe Schuhgröße 36, kam dreimal vor, entsprechend mache ich hier eine Säule, die bis zum Dreier raufgeht. Schuhgröße 37 kam dreimal vor, mache ich bei 37 eine Säule, die bis Dreier raufgeht. Und so weiter. Ein weiteres Diagramm wäre dann das Balkendiagramm. Das ist im Prinzip nichts anderes als ein Säulendiagramm, nur um 90 Grad gedreht. Das heißt, meine Y-Werte liegen jetzt auf der X-Achse und meine X-Werte liegen auf der Y-Achse. Es ist Geschmackssache, was man von den beiden verwendet. Ich persönlich bin eher ein Fan vom Säulendiagramm, aber je nachdem, was euch beliebt. In den meisten Beispielen ist es eher freigestellt, ob man jetzt ein Säulen- oder ein Balkendiagramm machen möchte. Ähnlich wie das Säulendiagramm ist dann noch das Histogramm. Das Histogramm ist halt nur dann geeignet, eigentlich, wenn man stetige Werte hat, also quasi ein durchgängige Werte hat und nicht so wie hier jetzt eigentlich Schuhgrößen, die es gibt nur die Schuhgröße 34, es gibt nur die Schuhgröße 35, es gibt nur die Schuhgröße 36 und so weiter. Das heißt, es gibt eigentlich nichts dazwischen. Ne? So gesehen ist dieses Histogramm jetzt auch nur so halb richtig eigentlich im Prinzip, aber ich wollte jetzt bei dem Beispiel selbst bleiben natürlich. Aber wenn man das zumindest so in Gruppen einteilt und sagt, okay, alle in der Schuhgröße zwischen 30 und 34 und 35 bis 39, dann kann man das noch eher vertreten, dass man das in einem Art Histogramm zeichnet. Also wie gesagt, der große Unterschied zum Säulendiagramm ist einfach der, dass es halt keine Abstände gibt zwischen den einzelnen Werten. Das heißt, so ein Histogramm verwendet man hauptsächlich eben dann, wenn man so einzelne Klassen bildet und sagt von bis und so weiter und hat dann halt entsprechend ein Histogramm. Und dann gibt es noch so ein Kreisdiagramm oder auch Tortendiagramm oder Pizzadiagramm, haben wir auch schon diverse Namen gehört. Es ist auch einfach auf jeden Fall was Rundes, sage ich jetzt einmal, und das teilt man dann halt entsprechend der Prozentwerte ein. Das schauen wir uns gleich noch im Detail an. Und man hat halt hier in Summe seine 100% zur Verfügung, sehen wir hier. Und wenn wir jetzt zum Beispiel hier vier Werte hätten, A, B, C, D, mit jeweils Prozentwerten, 15%, 25%, 40%, 20%, und ein Kreis ja bekanntlich 360 Grad hat, dann rechnet man sich einfach 15% von 360 Grad aus. Das wären dann in dem Fall 54 Grad. Dann rechne ich mir 25% von 360 aus. Das sind natürlich bekanntlich 90 Grad und so weiter. Und entsprechend kann ich jetzt da anfangen hier und sagen, okay, ich zeichne von hier mal weg 54 Grad. Zack. Und dann habe ich den Teil meines Kuchens. Jetzt hätte man noch ein Wort dafür. Das wäre mit 15 Grad, das wäre der Teil A sozusagen, also der Wert A. Dann haben wir weiter von dort weg 90 Grad für den Wert B. Von hier weg messen wir dann 144 Grad für den Wert C, weil das sind ja 40%, das sind dann eben 144 Grad. Und der Rest, die 20%, bleiben dann halt für den Wert D übrig. Das heißt, wenn Sie so ein Kreisdiagramm zeichnen wollt, nehmt eure prozentuellen Werte her, rechnet euch jeweils die Prozente von 360 Grad aus, dann habt ihr eure jeweiligen Winkel, zeichnet die Winkel ein, einer nach den anderen, und ihr habt auf jeden Fall ein schönes Kreisdiagramm gezeichnet, das sich ansehen lässt, auf jeden Fall. Jo, das war's zum Thema Statistik. Ich hoffe, es hat euch gefallen, das Video. Ihr findet sämtliche Unterlagen dazu natürlich wieder mal auf matago.at und noch viele, viele weitere Videos, die euch weiterhelfen können. Wir sehen uns im nächsten Video.